2 Stunden 18, das sollten wir hoffentlich hinkriegen. Ja, 2 Stunden 18, vielleicht sitzen wir auf der Polizeistation. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Flugförderzeuge. Willkommen bei Forklift Live. Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob euch das auch immer so geht, aber irgendwann so um die Mittagszeit beschleicht einen so der kleine Hunger. Und wenn man dann gerade auf seinem Gabelstapler sitzt und eigentlich keine Zeit hat, noch irgendwie irgendwo hinzugehen oder sowas, dann muss man manchmal die Sachen nehmen, die auf dem Weg liegen. Ja, ich bin gespannt. Wir fahren jetzt zu McDonald's und gucken, ob wir im Drive-In bedient werden. Viel Spaß! Natürlich ist hier ja immer so ein bisschen Risiko mit im Spiel. Eigentlich gibt es keinen Grund, das nicht zu tun oder es nicht zu dürfen. Ein Problem ist halt immer schon mal das Filmen. Und ein anderes Problem ist halt immer, man braucht jetzt auch schon mal einen Gabelstapler, mit dem man das machen kann und darf. Also er muss für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet sein, nicht zugelassen sein, geeignet sein. Also straßenverkehrsähnliche Beleuchtung, ja, so den ganzen Kram. Oh, der ist jetzt noch kalt, wir fahren jetzt mal ein bisschen Piano. Toll, für den ersten Gang ist er zu schnell und für den zweiten ist er zu langsam. Ja, das ist glaube ich kein alltägliches Bild, vor allem für die meisten Leute, einen Gabelstapler auf der Straße an sich vorbeifahren zu sehen. Aber ich hab Hunger. Das kleine rote Ungetüm. Und der Manitou-Stapler. Ja, wichtig ist halt auch, ne? Man muss sich trotzdem an alle Verkehrsregeln halten. Wir können mal Licht einschalten jetzt. Ja. Wir müssen trotzdem blinken, wenn wir abbiegen. Und natürlich gelten auch all die Regeln, die sonst immer gelten, wenn man fährt. Mit dem Gabelstapler, ne? Nicht zu weit hoch, nur maximal bodenfrei heben. Ja. Ich wäre jetzt noch eins weiter gefahren, aber naja. Also die Strecke bin ich schon echt oft gefahren, aber tatsächlich zum ersten Mal mit einem Gabelstapler. Da vorne kommen schon die ersten Autos und so, hä? Warum ist da ein Gabelstapler? So, wir gucken jetzt mal, wir fahren jetzt mal noch eine weiter nach links. Blinken nicht vergessen. Jetzt hat er doch die Hose voll. Habt ihr im Hintergrund den Bus gesehen? Das sind Philipp und Philipp, der fährt, und Sascha. Die machen quasi das Begleitfahrzeug. Damit uns auch nichts, ja, damit auch keine Aufnahme irgendwie uns verloren geht. Ach komm, wir fahren einfach hier rechts rum. Bisher waren das alles Nebenstraßen. Jetzt fahren wir gleich auf eine etwas mehr befahrenere Straße, wo ein bisschen mehr los ist. Das ist eine spannende Ecke. Ja, vor allem mit dem Gabelstapler. Ja. So, und ich bin gespannt. Bisher sehe ich noch nicht irgendwie Autos, Fahrzeuge mit blauem Licht. So, ab auf die Straße. Da vorne, da vorne, da vorne. Ah ne, doch nichts. War passant. Eieiei. Wenn man mit dem Auto da lang fährt, denkt man immer, die Straßen sind gut. Mit einem Gabelstapler, der jetzt nicht so die Federung hat, ist das schon gar nicht mehr so gut. So, Top Speed. Temperatur passt auch mittlerweile. So, und wie
biegen rechts ab. Schön langsam. So, jetzt sind wir wieder auf Nebenstraßen. Das ist das erste Mal wieder vorbei. Die große Gefahr, dass die Polizei uns irgendwie anhält und fragt, was machen sie da eigentlich, warum tun sie das? Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wissen die Leute, was wir vorhaben? Er hat ihnen gerade gesagt, er hat Hunger und fährt jetzt zu McDonald's. Alles klar. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es nicht verboten. Könnte spannend werden, ob er bedient wird oder nicht. Wir haben genug Speicher auf der Karte, damit wir im Notfall auch bei der Polizei noch weiter filmen können. Das ist sehr gut. Egal was passiert, Hauptsache draufhalten. Ganz wichtig. Er winkt, ach wie schön. Philipp und Sascha sind auch immer noch da. Jetzt wünschte ich mir gerade so einen zweiten oder dritten Gang. Das wäre cool. Aber das macht auch dem Fahrzeug nichts aus. Ich meine, wir haben eben gerade geguckt. Wir haben 4 Grad Außentemperatur. Man sieht so ein bisschen meinen Atem. Und bei 4 Grad Außentemperatur ist natürlich auch eine gute Kühlung für den Motor gegeben. Morgen soll dieses wunderschöne Flurförderzeug hier ausgeliefert werden. Und ja, das ist quasi so die Belastungsprobe. Wenn er das heute geschafft hat, dann ist es kein Problem. Dann kann er morgen astrein zum Kunden gehen. Dann ist alles safe, dann läuft er. Ist ja auch gut eingefahren. Auch schon einmal richtig warm gefahren. So, jetzt biegen wir mal wieder ab. Komm, wir lassen die Kollegen noch durch. Zuvor kommt noch Vorfahrt gewähren. Ja, ne? Wir lassen den auch noch durch, weil er ist schneller in seinem Bus als wir gleich. So. Ach, ist wunderbar. Ich könnte von hier aus jetzt gerade schon mal darüber gucken. Und konnte gucken. Im Drive-In ist jetzt tatsächlich nicht so viel los. Ich glaube, wir nehmen das Drive-In, ne? Weil ich habe jetzt gar keine Vollkabine hier. Aber es ist hier auf dem Sitz sitzen, da habe ich mir schön warm gesessen. Es ist angenehmer, als auf so einer Bank zu sitzen. Oh, es ist grün, Gas geht. So, jetzt müssen wir hier über so eine Kreuzung. Bis hier haben wir es schon mal schadenfrei überstanden. Solange keiner hier doof macht. Ja, alles gut. Gehen wir links ab. Aber bis hierhin ist das alles safe. Wir fahren jetzt halt zu McDonald's. Und was die da machen, ich weiß es nicht. Oh, jetzt haben wir auch noch echt. Die sind hinter uns. Jetzt haben wir auch noch hier auf dem McDonald's Parkplatz Erlköhle gestehen. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund sieht. Da sieht man die. 2,80 Meter, die haben wir nicht. Aber guck mal, Philipp und... Warte mal. Warte, ich will den Erlkönig zeigen, der da steht. Ich will den Erlkönig zeigen, wir sollen weiterfahren. Ja, alles klar. Sieht man den jetzt überhaupt noch? Ja, da steht er. Da steht ein Erlkönig. Wunderbar. So, haben wir das auch gesehen? Hallo, ich hätte gerne einen Hamburger und einen Kaffee. Und was? Kaffee? Kaffee, kleinen Kaffee bitte, ja? Das war's. Das war's vorne. Danke. Also bestellen hat schon mal geklappt. So, kommst du mit? Ja, wunderschön. Ich verstehe die Frage nicht. Hallo, wir haben hier eine Kamera, ist das okay für Sie? Ja? Dann komm, dann sagen wir mal. So. So, bei Ihnen darf ich zahlen hier? Ja, leider.
Was heißt denn leider? Ist alles gut. Ja, er ist schon da. Na. Das ging jetzt aber flott. Das stimmt so. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Ciao. Super, es läuft. Das habe ich nur gerade schon überlegt. Ich habe gar keinen Becherhalter hier. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Wir haben hier eine Kamera. Ist das okay für Sie? Nein. Die eine sagt nein, die andere ja. Dann müssen wir hier hinten stehen bleiben. Super, haben Sie vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao. So. Also, Burger, Kaffee. Ich würde sagen, ja, da ist Sascha. Ja, Hunger. Ja, ist ja nur eine Zwischenmahlzeit. Wenn ich heute Abend nach Hause komme und esse das nicht auf, was meine Frau gekocht hat, dann gibt es wieder Ärger. Ihr kennt das doch, oder? So, jetzt nehme ich mal einen Schluck hier. Wer von euch beiden hat mehr Hunger? So, weil ich muss hier fahren. Ich kann jetzt, genau. So, Philipp wird ja bald Papa. Und da braucht man viel Energie. Dementsprechend kann er sich jetzt gleich den Burger reindrücken. Ich nehme jetzt einen Schluck Kaffee. Oh, wie immer ist der viel zu heiß. So. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auch wieder in die Firma. Ich glaube, da warten noch ein paar Aufträge auf uns. Also ich hätte ja mit, die Mädels da, die waren ja echt cool. Aber ich hätte da mit ein bisschen mehr Verwunderung gerechnet. Aber ist doch gut. Guck mal, ihr wisst jetzt, das klappt auf jeden Fall schon mal, dass man ja zur Not mal in der Mittagspause bei McDonald's vorbeifahren kann und sich mal so einen Burger und einen Kaffee holen kann. Übrigens, nein, wir werden von keinem gesponsert dafür, dass wir das tun. Wir tun das aus freien Stücken. Aber die haben halt, was uns anbelangt, einen absoluten Standortvorteil. Die sind nämlich hier ganz in der Nähe. Und die sind quasi, ja, ihr habt ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt die ganze Fahrstrecke zeigen werden oder nur Ausschnitte davon, aber es sind eigentlich nur ein paar hundert Meter. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren mal zu McDonald's. Oder ich habe mir gedacht, wir fahren zu McDonald's. Weil so durch die ganze Stadt und so wollte ich jetzt nicht unbedingt fahren. So, ist grün, weiter geht's. Ganz wichtig ist halt immer, dass wir trotzdem hier so mit Blinker fahren und mit allem drum und dran. Gucken, dass wir uns natürlich an die Regeln des Straßenverkehrs halten. Klein. Weil ich versuche jetzt hier so rauszufahren, dass Philipp mir hinterherfahren kann. Ach, scheiß drauf. Da gibt er Gummi. Das ist ja Straßenverkehr. Kann man ja nicht warten, bis die ganze Kolonne hinter einem da weg ist, oder?
So, aber jetzt biegen wir gleich wieder ab hier. Hallo. Die Kinder freuen sich. Das ist schön. Haben die irgendwo einen Schrank hochgemacht oder so? Soll ich die, sagst du mir, wenn ich die Kamera wegnehmen soll? Ja, ja, schon okay. Ich guck einfach drumherum. Das geht schon. So, wir nehmen den Punkt und der abbiegt. Hui! Ja, Philipp und Sascha brauchen aber lange. Zwei Fahrzeuge. Zwei geteilter Reiseflotte, das ist gut. Warten, nicht, dass sie sich verfahren haben. Also hat er jetzt auf uns gewartet? Das sieht so aus, als wenn er wartet. Ach, da kommen sie. Sieht man das? Ja. Da hinten in der Ecke sieht man das doch. Aber er scheint zu glauben, dass wir ihn nicht einkriegen. Also. Da stehen zwei alte Damen am Straßenrand. Guten Tag. Mal freundlich grüßen. Moin. Immer nett lächeln. Genau. Ist ja nicht direkt durch abgelenkt. Es geht ja nicht um das, was mit den Händen machen. Du musst ja nicht lange drauf oder so, weißt du, auf dem Display oder so. Sag zu viel oder so. Ja, also er redet ja schon mit seinem Kaffee, zumindest über die Außenstehende. Stimmt. Schön langsam. Super. Super. Oh, das Geräusch haben wir die ganze Zeit nicht gehört. Nee, nee, nee. So. Ja. So, wenn Philipp jetzt gleich die Karre da hinten ausgestellt hat, dann können wir auch jetzt ein für alle Mal sagen, ja, also bei uns hier in Kassel kannst du auch mit dem Stapler ins McDrive fahren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es war mein erstes Mal im McDrive mit einem Gabelstapler. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch so alles machen werden. Bis zum nächsten Mal bei Forklift Live. Auf Wiedersehen. Ciao. Philipp, hast du den Burger gegessen? Nein, hat er nicht.